Norden ist eine prächtige blaue Lok mit einem riesengroßen Dampfkessel und einem separaten Kohletender. Am allerliebsten zieht Gordon den Schnellzug. An einem wunderschönen Frühlingsmorgen kam der dicke Kontrolleur zu Gordon. Gordon, wenn du heute den Schnellzug pünktlich einmal über die Insel ziehst, kannst du einen neuen Rekord für Sodor aufstellen. Gordon war aufgeregt. Er wollte unbedingt diesen neuen Rekord aufstellen. Gordon, lebe hoch, pfiff Thomas. Und alle Loks tuteten. Gordon dampfte zur Bekohlungsanlage. Er rollte unter eine Kohlerutsche. Sein Tender war rasch gefüllt. Gordon wollte sich gerade in Bewegung setzen, als ihn der Betriebsleiter rief. Halt, Gordon! Du hast aus Versehen Henry Spezialkohle bekommen. Gordon wusste, dass Henry Spezialkohle brauchte. Aber er dachte, mit Henrys Kohle wäre er vielleicht schneller. Und darum tat er so, als hätte er nichts gehört. Henry sollte Waggons mit Teer nach Napfe ziehen. Er rollte unter die Rutsche und wartete auf seine Kohle. Tut mir leid, Henry, sagte der Betriebsleiter. Es ist keine Spezialkohle mehr da. Du musst heute mit normaler Kohle fahren. Das gefiel Henry gar nicht. Normale Kohle verstopfte seine Feuerbüchse und dann konnte er keinen Dampf mehr produzieren. Aber er wusste, dass Arbeit auf ihn wartete. Es ist ja nur für einen Tag, sagte er tapfer. Ich werde mein Bestes tun. Gordon fuhr in den Bahnhof von Napford ein. Seine Fahrgäste stiegen ein und er setzte sich pünktlich wieder in Bewegung. Bald dampfte Gordon so schnell er nur konnte die Strecke entlang. Er wusste nicht, ob es an Henrys Kohle oder an der kalten, frischen Luft lag. Aber heute war es ein besonders gutes Gefühl, Gordon zu sein. Henry zu sein, war dagegen an diesem Tag kein gutes Gefühl. Henrys Teerwaggons waren sehr schwer. Und seine Maschine vertrug die normale Kohle nicht. Gordon dampfte über die Insel. Der Rekord gehört mir! Der Rekord gehört mir! Henry erging es derweil furchtbar. Er ruckelte und schwankte, hustete und ächzte. Die Arbeiter warten, die Arbeiter warten, stöhnte er. Thomas fand, dass Henry einen jämmerlichen Eindruck machte. Gordon lag gut in der Zeit und fühlte sich prima. Hast du Henry gesehen? Fragte Thomas besorgt. Er sieht richtig krank aus. Ich bin sicher, es geht ihm gut, tutete Gordon. Aber sein Gesicht ist so grün wie sein Tender, schnaufte Thomas. Jetzt wünschte Gordon, er hätte Henrys Kohle nicht behalten. Aber er wollte immer noch den neuen Rekord aufstellen. Und als das Signal umsprang, dampfte Gordon weiter. Doch ganz gleich, wie schnell Gordon auch fuhr, er wurde das ungute Gefühl in seinem Dampfkessel nicht mehr los. Es machte Gordon keinen Spaß mehr, Gordon zu sein. Gordon musste anhalten, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Henry füllte gerade Wasser nach. Er war grün im Gesicht, seine Achsen zitterten und aus seinem Schornstein quoll schwarzer Rauch. Ist alles in Ordnung? Fragte Gordon. Ich habe heute früh nicht meine Spezialkohle bekommen, ächzte Henry. Meine Feuerbüchse fühlt sich komisch an. Aber dann musste Gordon weiterfahren. Gordon, lebe hoch, hustete Henry.
Du stellst bestimmt einen neuen Rekord auf. Gordon konnte den Bahnhof von Knapford schon sehen. Der dicke Kontrolleur wartete auf ihn. Gordon war pünktlich und würde einen neuen Rekord aufstellen. Doch Gordon fühlte sich jetzt so mies, dass er dachte, sein Dampfkessel würde platzen. Gordon verlangsamte seine Fahrt und kam zum Stehen. Du kommst zu spät, rief sein Lokführer. Ist mir egal, pfiff Gordon. Und dann setzte er sich rückwärts in Bewegung. Gordon hatte Henry bald erreicht. Henry war stehen geblieben, um sich auszuruhen. Er war überrascht, Gordon zu sehen. Ich habe heute früh deine Spezialkohle bekommen, schnaufte Gordon. Ich wollte schneller fahren als je zuvor. Es tut mir leid. Aber jetzt habe ich eine gute Idee. Gordon und Henry tauschten die Tender. Bald war Henrys Feuerbüchse gefüllt mit seiner Spezialkohle. Henry ging es gleich besser. Danke, Gordon, tutete er glücklich. Und dann dampften sie gemeinsam zum Bahnhof von Knapford. Aber Gordon und sein Schnellzug hatten Verspätung. Nur Thomas war noch da. Der dicke Kontrolleur war schon auf dem Weg nach Hause, wo er Tee trinken wollte. Tut mir leid, dass du heute keinen neuen Rekord aufstellen konntest, schnaufte Henry. Und mir tut's leid, dass ich deine Kohle genommen habe, erwiderte Gordon. Wer hält denn den alten Rekord? Erkundigte sich Thomas. Ich, sagte Gordon. Da mussten die Freunde lachen.